Denk dran, es geht hier nicht darum, irgendwie möglichst glimpflich rauszukommen. Wenn da ein Kopfwagen ist, ballern wir dem so die Reifen weg, dass der keinen Meter mehr fährt, Alter. Droppt ihm eine Ansage, dass er sich verpissen sollte. Verpisst euch! Verpisst euch oder wir knallen den Heli runter. Ihr macht gar nichts. Hey, die Knarre von mir ist am Officers Bauch. Verpisst euch! So, mein Freund, du hast mich nicht durchsucht. Die Knarre ist direkt an dir. Fahr! Fahr! Was? Warum? Nee, Quatsch, mich nimmt keiner. Hey! Armener! Nein, nein! Ja, hab ich's euch gesagt. Unten kommst. Das Ding steht halt definitiv nicht still. Haben wir uns darauf geachtet? Alter! Ich sag doch, Bruder, hab ich gesagt, bitte, ey. Der Camacho. Meinst du echt? Wenn Camacho von hinten aufräumen kann, ist das eigentlich gar nicht so doof vielleicht. Ja, aber wie soll die vom Zaun runterkommen? Darum geht's nicht, es geht um die Flucht. In der Flucht wollte ich eigentlich, dass der Camacho vorne ist und hinten Dings ist. Der Camacho ist langsam ins Auto. Ja, bitte? Ja, das macht schon allein deswegen Sinn, dass wir der Vorderste sind. Ja, Camacho ist der Langsamste, wir fahren vor. Und Prince wird von hinten, Prince wird die... Ja, Streiter ist der Langsamste. Also Streiter in die Mitte, safe. Ja, Prince wird auf jeden Fall abschließen hinten. Ja, okay, alles klar. Weil wenn er am besten pitten kann, dann soll er auch die Chance kriegen, das zu machen. Und denkt dran, es geht hier nicht darum, irgendwie möglichst glimpflich rauszukommen. Wenn da ein Kopfwagen ist, ballern wir dem so die Reifen weg, dass der keinen Meter mehr fährt, Alter. Wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Wer einer Knast geht, gegen einen Knast. Schießt aber nicht, ey. Schießt, macht denen klar, dass ihr auf die Fahrzeuge schießt. Nicht, dass die anfangen, wir schießen denen nicht in den Kopf oder so eine Scheiße, ne? Und damit das allen klar ist hier. Ja. Ich will niemanden umbringen, Ansagen, also. Verzieht euch oder zerschießt euch die Karren? Nein, zerschießt die Karren, sobald die kommen. Ja, genau. Jetzt hab ich verstanden, was du wolltest, Bro. Ja, genau. Genau so. Ömsen hat's auf den Punkt gebracht. Sag bitte nochmal genau. Ja, Mann, genau. Wenn ihr euch nicht verpisst, schießen wir euch die Karren kaputt. Also, ey, ganz wichtig ist, dass in euren Autos, dass Leute sagen, die nicht sprachbehindert sind. Also zum Beispiel... Nein, Ömer sagt das auf keinen Fall. Das ist wie gestern. Das ist so süß, wenn er das... Pass auf, wichtig ist Priorität. Hör zu, da das der Camacho vorfährt, gibt es für euch keine Priorität im Wegkommen. Wir alle sind gleichwertig. Ich möchte euch das nochmal allen vor Augen halten. Keiner ist hier wichtiger oder unwichtiger in dieser Situation. Wenn wir alle in den Knast gehen, gehen wir alle in den Knast. Wir werden nicht, einer wird festgenommen und alle anderen hauen abmachen. Bleibt dein Auto liegen, bleiben alle stehen. Okay. Seid ihr bereit dazu jetzt, dazu stechen? Ja. Parallel kommen gerade Nobby und Tiger und der Kollege von Christo draußen an und werden jetzt draußen versuchen, die zu besuchen, die Alte. Also die haben jetzt voll Trouble von allen Seiten. Okay. Alles klar, hau rein. Jo. Fahr einen unauffälligen Weg, ne? Du musst möglichst an wenig vorbeifahren unterwegs, sonst sehen die Kolonne. Ja. Die liegen, aber er hat noch durchgefunkt. Der hat noch durchgefunkt, die liegen. Der Was eine hat ist er gefunkt? Weggerannt. Weiß ich nicht, der, aber oben, Turm ist weg. Ja, dann rennt jetzt rüber. Über den Zaun, springt, los. Go, rüber. Wir müssen jetzt hin, die springen jetzt. Gut, über den Zaun. Jetzt zum JVA, Attacke über Landstraße zu Harmony. Vollgas geben, wir haben keine Gibt Zeit mehr. Die werden jetzt zum Zaun kommen. Das heißt, der Alarm geht in um und bei einer Minute an. Soll ich trotzdem offiziellen Weg fahren oder sollen wir schon mal so fahren? Wir fahren auch. Nein, offiziell. Wie lang ist der offiziell noch lang? Eine Minute? Ja, müssen ist egal, die Minute müssen wir halt haben. Den Weg dahin nehmen. Ja, aber die unter uns kennen den Weg nicht. Die müssen da. Ja. Weißt du? Die anderen werden viel zu spät da sein. Ja. Ihr prescht komplett vor, wir sehen euch nicht. Ja, können wir nichts machen, die springen jetzt rüber. Ah, okay. Wir müssen jetzt schnell dahin. Zieh nach rechts, Digga. Zieh nach rechts. Nee. Scheiß drauf, hinter uns ist keiner. Die müssen den Weg selber finden. Wo sind die? Hier. Die sind da. Die sind genau da. Ja, das war das andere. Nein, die sind genau da. Fahr mit dem Heck ran. Nicht sein Ernst. Wir sind oben am Zaun. Ihr müsst direkt am Zaun kommen. Alter, ist der dumm. Ey, gib eine Tasche, Digga. Gib schnell die Tasche. Rick ist dumm. Gib eine Tasche, leere. Schnell, bevor der Alarm losgeht, Alter. Gib eine Leere. Ja, ich kann nicht schneller als ich bin, Bro. Ja, alles cool, Digga. Holt erst jetzt seine Tasche. Cool, ich krieg keinen zu viel. Hier ist eine Leere. Ey, entspannt euch. Wir sind alle hier. Entspannt euch. Die können euch gar nichts. Chillt. Fahr mal das Ding da ran, damit die da raufspringen können. Dankeschön. Entspannt euch drinnen. Ganz gechillt. Selbst wenn drinnen welche kommen. Chill. Ich mach euch. Soll ich dich hochziehen? Ja, genau da, wo der Verkäufer ist. Ich hab die Tasche für... Ja, ich hab die andere Tasche. Wo soll ich die Tasche? Digga, das funktioniert nicht mit der. Alles, Leute.
Ja, dann gib mir die Heli! Heli, jetzt müsst ihr euch beeilen. Gib ihm die Tasche rüber. Droppt ihm eine Ansage, dass er sich verpissen sollte. Verpisst euch! Verpisst euch oder wir knallen den Heli runter. Verpisst dich! Abhauen oder wir schießen ihn runter. Ja, was macht Rico denn für Faxen? Wo ist die Tasche, Bro? Inmate, Warte, hier. Leg die hin. FIB sammelt sich hier draußen, beeilt euch. Verpisst euch oder wir schießen. Mach. Einer von euch macht. Zusammenbleiben, denkt dran, zusammenbleiben. Ja. Verpisst euch oder wir öffnen das Feuer. Auto von vorne, Kopfauto, Kopfauto. Baut hier einen Bunker, baut hier eine Art Bunker. Jetzt rüber, Jungs. Rein, in die Autos. Kopfschmerzen, verpisst euch. Verpisst euch. Setz dich drauf. Ich muss den Camacho. Ah, du, ja. Ey, habt ihr die Pistolen, Jungs? Ich hab eine Pistole. Ja, Dings, ist egal. Es sind zu viele gerade. Wir sind alle raus. Dings hat Kopfschmerzen, hat gesagt, wir sollen uns verpissen. Ja, gut, alle einsteigen. Steigt ein, nein, warte. Steigt ein. Komm rein hier. Dann scheiß drauf, egal, komm rein, scheiß drauf. Hinten, jetzt das, komm. Hinten rechts, genau. So, Frank, wo fahren wir hin? Das machst du. Hier können die Autos nicht runter. Hier vorne aber. Ja, das stimmt. Bleibt so, wie es bleiben soll. Du fährst vor, der Rest folgt. Chill, du musst warten. Du gibst jetzt nicht Vollgas. Da fehlen zwei Autos. Was machen die da hinten? Ich weiß es auch nicht. Ich hab noch eine Waffe über, ne? Das sind nicht beides unsere Autos. Das ist ein. Irgendwas ist da noch ein Mehrauto. Wo ist der Streiter? Ne, das sind. Wir sind da. Ja, okay. Alles unseres. Ihr Mates haut alle ab auf die Boote am besten. Irma, sitzt bei dir ein Häftling? Bullenwagen von hinten, ihr müsst warten. Hinten ist ein Bullenwagen, ganz hinten ist ein Bullenwagen. FAB fängt an zu rammen. Ja, dann wartet. Dann wartet auf das FAB und ballert die weg. Auf dein Kommando, ich baller. Wenn mein Schuss fällt, fallen die restlichen, das wissen die. Du musst warten auf den letzten. Irgendwas ganz hinten und sagt Vollgas. Achso, okay. Aber mach nicht Vollgas, ich will in der Nähe von denen sein. Wenn was ist, will ich schießen, Digga. Ich fahr 130 gerade. Dem Eli haben wir eigentlich auch gesagt, er soll abziehen. Bitte warte, Digga, wir sind null gesammelt, bitte. Ja. Ballern. Was? Die schießen auf uns, wir ballern. Ja, okay. Bleib zurück, die werden beschossen. Bleib zurück, die werden beschossen. Feuer öffnen. Feuer öffnen. Fahr weiter. Auf welchem Wagen? Schön aufpassen, dass wir nicht die anderen abfüllen, sondern nur die. Wir haben einen Platten, Jugula-Platten. Ist das FIB? Nein, das ist Jugula. Reißer, wir sind abbekommen. Hallo. Digga, wir gucken jetzt alle, dass wir uns umziehen. Ich stoß wieder zu. Nein, wir sind mitten in der Schießerei und du musst doch nicht hochfahren. Ich hab keine Knarre. Du musst bei den anderen bleiben, Digga. Ich bin abgedrängt worden. Fahr zurück. Fahr ich gerade wieder. Ich komm wieder oben runter. Ganz ruhig. Schrei nicht so, Christopher. Du bist echt laut. Ruhig, Puls. Ja. Ich hab keine Waffe und kann nicht mitfahren. Ich kann mich nicht gerade konzentrieren. Ja, was soll ich dir jetzt sagen? Ja. Was soll ich dir jetzt sagen? Wir werden von 50 Bullen verfolgt und sind in der Schießerei. Ist das unser Auto? Nee. Ah, Bullenwagen. Ah, das war Dings, das war Sweeney. Alter, der haut dem Dings weg mit BF. Die rammen die Motorräder weg. Digga, was? Ernsthaft? Was Türe, richtige Wash, Digga. Ja, wo ist der Kollege? Ich bin in der Tankstelle. Der Chef da ist straight in die BF gefahren. Wo sind unsere anderen Autos? Ömer sagt, dieser Tier, wo bist du immer? Ich bin an der Tankstelle. Ich fahre jetzt Richtung Innenstadt. Digga, kein anderes Auto ist in unserer Nähe. Ja, die kommen von hinten gerade. Telefonier doch mit denen. Wir haben drei Bullenwagen. Scheiße, Platten. Ja, ich hab einen Platten. Ich stehe an einem Highway Richtung Innenstadt. Wenn du von dem Dingskamm kommst.
SPD stehen bleiben. Verpiss euch, wir öffnen das Feuer. Ja. Wo seid ihr? Links von der Tanke, 3 Wohnwagen um uns. Links von der Tanke? Welche Tanke? Ja, wenn du an der Tankstelle links. An der Grenze. Wenn du links abbiegst. Ja, hab ich doch gesagt. Gott. Ja, wir kommen. Moment. Auflegen und aussteigen, alle. Alle aussteigen sofort. Die Kolonne war wieder super. Aussteigen. Steig nicht aus. Na, knicken. Ja! Stehen bleiben! Sorry, dass ich in Deckung gehe, wenn ich schieße, Junge! So, einmal hinten rechts einsteigen. Ich steig doch nicht in der Karre, wenn ich rumpalle. Ja, einmal wieder einsteigen. Kann jemand telefonieren und denen sagen, dass eure... Ja, dann einmal ins Auto. Also das auf Motorräder schießen finde ich ein bisschen kacke, ehrlich gesagt. Der Rest ist okay, so weißt du, wenn die Schießerei machen und zurückschießen, aber auf die Motorräder... So Jungs, jetzt steigt ihr mal alle aus und ihr fahrt jetzt zusammen mit ins PD. Oder wenn ihr jetzt hier noch stehen bleiben wollt und angeschossen werden wollt, dann ist das nicht unser Problem. Aber ja, hier im Auto ist es sicherer als da rumzustehen. Ja, einmal. Nee, ihr werdet jetzt ins PD auf Fahrzeug gebracht und dann runter. Ja, ins dann PD. Aber auch direkt. Ja, ah, dann Platz hier. Dann ist ja krank, Alter, als ob wir hier im Krieg sind, Alter. Ja, steigt jetzt hier sofort ein. Heftig, mach auf. Ja, ist nicht mein. Ja, vorne ein PD, der immer die Karre aufmacht. Ja, Digga, das ist doch verrückt, Mann. Ja. Der zweite noch raus. Und Digga, wir sind hier. Ich werde nicht jetzt aussteigen, Digga. Das ist viel zu riskant, Mann. Aussteigen. Sie sind auf eurer sicheren Seite vom Auto. Ja, schieß am besten auf den Müllwagen. Oh Mann, ihr seid so ein lustiger Saufen. Ich glaube nicht, dass das witzig ist. Sagt einfach die telefonieren, dass sie ihre Jungs Digga, ihr anrufen, auf alles, was dass ihr das Schießen eingestellt wird. Ist doch egal, was ihr vorbeifahrt. Könnt ihr auch aussteigen und in ein PD-Fahrzeug einsteigen und dann runter ins PD? Da seid ihr sicher jetzt hier. Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Digga, wollt ihr mich ficken? So. Hallo! Ja, soll ich die alleine im Auto mit und noch eine Streife mit hinterherfahren, bitte. Die andere Streife fährt da vorne schon. Fährt da vorne schon. Ja, dann nehmen wir den SD-Wagen da vorne. Ich würde die gerne weg, wenn es geht. Ja. Wenn wir fahren, die schießen hier rum, Alter. Packt ihr einen bei euch, dann, bitte. Ja. Dann lasst euch Zeit, ja, ne? Schon noch. Ihr macht gar nichts. Hey, die Knarre von mir ist am Officers Bauch. Verpisst euch. So, mein Freund, du hast mich nicht durchsucht. Die Knarre ist direkt an dir. Fahr! Fahr! Ich liebe dich, das war auch meine Idee. Ich hab Handschellen an. Ja, ist kein Problem. Die wird er dir gleich lösen. Die wird er dir gleich lösen. Das ist nichts gegen dich, Officer. Ich werde dir auch nichts tun, solange du machst, was ich dir sage. Okay. Der Bullenwagen hinter uns soll abhauen. Punkt durch, der Bullenwagen hinter uns soll abhauen. Ja, kann, solange du keine Fackel hast. Noch sagst du aber nicht. Ja. Wenn die jetzt fragen, ob du Geisel bist, sagst du nichts mehr. Du antwortest erstmal nicht. Was fragen die im Funk? Ob ich Geisel bin. Sag nein, alles gut, aber ihr braucht da die Einheiten. Nein, alles gut. Er ist immer noch da. Ja, ich hab. Da kann er nichts für, er hat gemacht, was er macht. Warte, nein, dann wird's auffällig. Chill. Digga,
Wir haben einen Bullenwagen. Wir haben einen Bullenwagen. Ich bin der Einzige, der von uns noch da ist, Digga. Wo bist du? Ich versteck mich gerade im Gebüsch. Wo sind die anderen alle? Liegen alle. Oh, scheiße. Haltet mal an! Ja. Was? Hilfe! Wo? Ja. Wir haben einen Bullenwagen gerade geklaut mit einer Bullen-Insassen. Wir brauchen eine Abholung für drei. Wieso drei? Wer noch? Ah nein! Ich hab nur weh. Ich weiß doch, was wir machen. Du musst mich holen, ich bin alleine, ne? Wir haben doch. Wir haben eine Streife hinter uns. Wie gesagt, ich brauch nur Handschellen, müssen nur los. Ein SD-Wagen mit zwei Leuten drin. So, halt mal an neben dem SD und sag denen mal, was die Lage ist. Wenn die Funken werden, stirbst du. Sag denen das. Okay. Warte. Was soll ich? Wir lassen euch ziehen, okay? Was soll ich sagen? Bleib am Telefon. Ey, wenn ihr jetzt hier stehen bleibt, versichere ich euch, dass euer Officer in 2 Minuten mit seinem Auto frei ist. Wir lassen euch abhauen. Lasst ihn nur frei, okay? Machen wir gleich. Bleib hier stehen, vertrau mir. 2 Minuten, du hast ihn wieder. Fahr. Ich bin jetzt gerade alte Verwahrstelle. Der Finanzamt. Ich weiß, wo wir... Alles ist gut, chill. Du bist auch gleich frei, mein Freund. Mach dir keine Gedanken, okay? Okay. Ich lotse dich. Links. Fahr weiter, ich lotse dich. Fahr geradeaus. Mach die Sirene aus. Wir haben keine Bullen hinter uns gerade. Jetzt links. Nur eine Bullengeise. Fahr mal Richtung. Ich weiß, was ich tue. Chill. Nein, ich hab Dings am Telefon. Den brauchst du nicht. Nein, brauchen wir nicht. Rechts. Rechts hier? Nein, davor. Werfer, hier ist auch gut. Fahr. Mach Richtung PDM. Rechts. Ja, egal, fahr weiter. Ich sag dir gleich Bescheid, sorry. Rechts. Bennys. Jetzt fährst du geradeaus, nach rechts den Schlenker und dann wieder links. Ja. Geradeaus. Weiter, genau. Morsi. Jetzt links. Am Ende da. Nein, nicht irgendwo in Seitenstraßen, Digga. Ich brauch da eine Hauptstraße fahren. Ich weiß, du bist nervös. Schön, dass ich dich anschreit. Links. Mach hier links. Was hältst du davon, wenn ich mir ein Taxi bestelle, das Hops nehme? Mach was du willst am Telefon. Okay. Ich muss auflegen. Tschüss. Ja. Weiter geradeaus. Fahr straight geradeaus jetzt. Wenn der Fahrer nichts sagt, immer den Straßenverkehr folgen. Oh. Das sind wir. Gut, Alter. Fahr. Nichts passiert. Habt ihr das? Hallo. Wo seid ihr? Digga, wir hauen jetzt ab gerade. Chill deine Eier. Ich weiß, was ich tue. Okay. Ja, wohin soll ich? Was soll ich machen? Mach, was du willst gerade. Nicht mich. Ich frag andere Leute. Tschüss. So, und jetzt fährst du langsam und hier links rein. Hier? Ja, wir dann sind rechts. Southside, nee, Takolan. Rechts rum. Genau. Folgen den Weg. Jetzt bleibst du stehen. Weg. Hier bleibst du genau stehen. Er muss mir die Handschellen lösen. Wir nehmen dir deinen Funken. Lösen wir bitte die Handschellen. Ja. Ich bedrohe dich jetzt auch nicht. Ich habe die Waffe nur in der Hand. Ich möchte das nicht. Das ist hinter dir. Wer Handschellen? Hier. Ja. Lösen wir die Handschellen. Wir sind nur locker angezogen, weil ich im Auto saß. Dann nimmst du mit der Maske ihm bitte das Funkgerät und das Handy weg und dann kannst du fahren. Ja. Tut mir leid, dass du in dieser Situation warst. War nicht gegen dich. Lauf mir hinterher. Peace. Setz dich beide bitte schnell hin. Perfekt. Christo, lotst mich hier weg. Gut, geradeaus weiter. Die anderen liegen alle von uns. Da konnten wir nichts mehr machen, leider. Setz dich doch einfach mal hin. Wir sind nicht safe. Chill deine Eier. Jetzt kannst du. Gib ihm Kickdown. Kickdown bis Amsterdam. Derselbe! Ey, Digga, unsere alle von uns sind Hops, ne? Also wenn das jetzt so ist, müssen wir uns stellen. Das bringt halt nichts. Die haben alle weggeballert. Einfach alle. Die haben Leute von uns vom Motorrad geballert, Digga. Bruder, die haben Motorräder gerammt. Die haben sogar auf Autos geschossen. Was ist denn mit denen? Bruder, ich weiß es nicht. Kannst du nicht sagen. Ich kann's echt nicht mehr sagen, was abgeht, Mann. Das ist wie, ich schwör, Krieg. Krieg! 1-2-1 Es hat gerade nur noch Panzer haben gefehlt. Nur, dass wir keinen Krieg führen. Wir sind die Rebellen, Digga. Und wir kämpfen gegen die Armee, Alter. Wollen wir hinten zu den Links fahren? Wollen wir hinten zu dem Boot fahren? Wohin? Das verlassene Flugzeugträger hinten rechts? Nee, ist zu weit, oder? Der ist safe verlassen.
Ja, aber da könnten wir erstmal chillen. Wow, Junge. Wollen wir erstmal hinfahren und dann chillen oder lieber auf eine Insel? Ja, 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 nee, Insel, ja, ja, ja. Insel. Ach, komm, ein Johanni geht. Insel. Ich will Boot nehmen. Da können wir nur telefonieren alles, weil da noch. Da wird keiner drauf kommen. Ja, okay, soll ich da unten reinfahren in diesen Schacht? Ja, 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 da können wir chillen. Ich will da nicht reingehen, Bruder. Nicht, dass da doch Soldaten sind. Weißt du jetzt, wo Kriegszustand hier ist und so? Nein, ich kenne jemanden, der das Boot mit vermietet. Ich kenne den. Das ist alles easy. Warum? Nee, Quatsch, mich nimmt keiner. Ey! Hamana! Nein, nein! Ja, hab ich's euch gesagt. Alter, nein. Ich denke, du kennst, ey, ich muss auflegen, die schießen auf mich. Ja, wir hauen hier ab, wir hauen hier ab, wir haben hier nichts zu suchen. Nein, Bruder, was war? Nein, bei Gott, nein, ja. Bruder, das ist gerade nicht passiert, nein. Doch, wir hauen hier ab. Guck. Nein, Bruder. Wir hauen hier ab. Er denkt Dings, Bruder, Brand, er denkt. Pschuh. Wir hauen hier ab, Digga. Ich hab richtig. Digga, wir hauen hier ab. Hier haben wir nichts verloren. Ja, mein Zustand war, dass das verlassen war. Nein, das ist eben das Ding, das sag ich dir, da haben wir nichts verloren, gar nichts, nicht mal in die Nähe, ja, nie wieder. Mal. Wir sind safe, ja. Da fahren wir nie wieder, fahren wir da hin! Alter, Bruder, nie wieder! Aber ich schwöre nie wieder. Oder nein, hast du gesehen, Bruder, er dachte, was nie ist das? Nie wieder! Mann, aber das ist gut, das ist gut, dass sie das machen, dass sie sagen, das bespielt das Nus. Finde ich Bauer. Ja, gute Infos, gibt's die auch in aktuell, oder? Nee, weißt du, da hat man nichts zu suchen, das sehe ich halt auch Bruder, so. Ich finde das. Ja. Klingt auch nach ihm. Hat er wirklich, ne? Ja, ja. Nein, habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen? Was? Vor uns war ein Kampfhubschrauber, Bruderherz. Nein. Boah, ich schwöre, nein, ich bin wirklich, ich mach immer Späße, aber da war gerade vor uns ein Kampfjet. Lass uns doch in die Höhle fahren, wo der Dings ist, wo hier der wenn du von unten kommst. Das Ding steht halt definitiv nicht still. Haben wir uns darauf Alter! Ich sag doch, Bruder, hab ich gesagt, bitte, ey, wollen uns töten. Bruder, hier ist ein Kampf jetzt bei meiner Mutter, bitte. Rick, raus! Ich von dem Fahrzeug weg! Bruder, hier ist ein Kampf jetzt, Bruder, hier ist ein Kampf, bei Gott, hier ist ein Kampf. Warum sind die hier? Ein Helikopter, Kampfjets. Aber. Ich muss raus, das Motorrad, das Bett ist im Arsch, ich will weg! Ich weiß, wir hatten viel Streit, bitte töten, lass mich nicht alleine, bitte, Frank. Nein. Frank, bitte, lass mich nicht zurück, Frank. Lauf, bitte lauf einfach, was wollen die denn? Alter, was? Schießen die auf uns? Bitte, Frank, bitte. Die haben das Boot geschossen, die haben das Boot, weiter, nicht stehen bleiben. Die haben das Boot zerschossen? Nein, scheiß auf das Boot, Frank. Auf was haben die geschossen? Weiß ich nicht, es ist mega, solange du lebst. Lass weg, bitte. Oh, es ist kalt. Ich schwöre, du willst dich fick gehen. Lass sie einfach hinlegen. Lass bitte einfach hier hinlegen. Für immer. Okay. Das ist mein Zimmer. Das hier ist mein Zimmer. Ich höre nie wieder auf den Typen, Junge. Ey, das hier ist mein Zimmer. Das hier ist mein Zimmer. Hallo, kannst du deinen Arm aus meinem Zimmer nehmen? Ja, da war ein Kannst du, Can, geh Schritt nach rechts. Ich möchte nicht, dass du in meinem Zimmer rumtelefonierst. Das nervt. Ich such dir ein Zimmer. Such dir ein Zimmer jetzt. Mann, ich will bei dir schlafen. Bitte, Frank, nein, du gehst aus meinem Zimmer raus. Ich brauche meine Privatsphäre. Frank, bitte, ich brauche Privatsphäre. Frank, bitte, ich habe Angst. Bitte, ich brauche meine Privatsphäre. Ich will nur in dein Zimmer schlafen. Dann räumst du dich aber auch auf jetzt einmal. Mach den Schnee jetzt weg. Ja, ich mach ihn weg. Mach schnell den Schnee weg. Mach den Schnee weg. Ist sie. Ist sie. Ist den Schnee. 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 Ich hab ihn doch schon. Alles. Nein, nicht alle. Doch. Das auch noch. Ich will nur bei dir schlafen. So, jetzt leg dich hin, schnell. Ja, ich liege.